Neue Autos werden unbezahlbar. Ja, dass das nicht so ist, das zeige ich dir heute anhand des neuen Skoda Kodiaq 2 hier als TDI. Der neue Kodiaq ist das erste Skoda-Modell, das neue Skoda-Design transportiert, modern, solid. Und das sieht schon wirklich sehr, sehr modern aus. Der nach vorne ausgestellte Kühlergrill, der ist nach wie vor an Bord. Ja, und natürlich haben wir hier eine neue Stoßstange. Und mit der neuen Generation ändert sich auch was in Sachen Luftwiderstand. Der reduziert sich von 0,32 auf 0,282. Und das ist echt eine Hausnummer. Technisch basiert die neue Generation auf dem MQB Evo Baukasten, ja baugleich quasi zum VW Tiguan. Allerdings haben wir hier fast 11 cm mehr Radstand als im Tiguan. Ja, und auch in der Länge legen wir deutlich zu. Der Tiguan hat eine Länge von 4,54 m. Der neue Kodiaq ist um 6 cm auf 4,76 m angewachsen bei einem Radstand von 2,79 m. Also ihr seht schon, das Ding hier ist eine ganze Nummer größer als das Gegenstück aus Wolfsburg. Wer den Fahrbericht übrigens sehen will, der klickt jetzt hier oben rein, schaut sich das Video an und vergisst natürlich nicht, den Kanal bei uns zu abonnieren. Drückt die Glocke, das tut dir nicht weh, hilft uns aber weiter. LED-Scheinwerfer gehören immer zur Serienausstattung. Wir haben hier die optionalen Matrix-LED-Leuchten. Die haben nochmal ein bisschen anderes Leuchtdesign, haben mehr Pixel bekommen als beim Vorgängermodell. Ob ich allerdings die 1000 Euro dafür ausgeben würde, ich muss euch sagen, nein, würde ich nicht. Ja, wer das haben möchte, soll es machen. Sieht schon gut aus, leuchtet natürlich im Dunkeln auch sehr, sehr cool. Und optional gibt es dann auch nochmal einen durchgezogenen, ja, Leuchtstreifen hier im Kühlergrill. Den hat unser Modell nicht, trotz der Matrix-Scheinwerfer. Die Stoßfänger haben für den bessere Aerodynamik natürlich dann diese Air Curtains hier bekommen. Und ganz interessant, selbst der Airline hat immer diese Hauptstoßstange. Der hat dann unten im unteren Teil lediglich eine andere Spoilerlippe, die ein bisschen kräftiger ausgeformt ist und natürlich dann in Wagenfarbe lackiert ist. Ja, und so Zierelemente wie der Rahmen um den Kühlergrill, das ist beim Sportline dann halt in Schwarz gehalten. Bei uns in so einem, ja, wirklich netten Silbermatt. Sieht auch hier sehr, sehr edel aus, weswegen ich wahrscheinlich auf die Sportline und den Mehrpreis verzichten würde. Das Motorenspektrum ist jetzt zur Markteinführung ja noch einigermaßen überschaubar. Bei den TDI geht es los mit unserem 2 Liter 150 PS und Frontantrieb, immer gekoppelt an ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Wer einen stärkeren Diesel haben will und Allrad, der greift dann zur 193 PS Version. Ja, und bei den Benzinern starten wir mit dem bekannten 1,5 Liter TSI in Mild-Hybrid-System, sprich mit dem Riemenstartgenerator und 48 Volt extra Bordnetz. Darüber wird es dann noch einen 2 Liter Turbo geben mit 204 PS. Der ist aktuell noch nicht verfügbar, aber auch einen Plug-in-Hybrid wird es geben. Ja, das ist das bekannte Setup vom Passat, vom Tiguan, vom neuen Skoda Superb. Sprich, wir haben eine Systemleistung von 204 PS. Die große 272er Version, die wird es hier erstmal noch nicht geben. Da ist ja mein Tipp. Das bekommt dann der RS auf alle Fälle. Also schreibt es ja mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich bin davon überzeugt, dass es wohl so kommen wird. Ja, und vielleicht bekommt ja der RS dann sogar den 333 PS TSI, der jetzt aktuell im Volkswagen-Konzern überall ausgerollt wird. Aber egal, zurück zum Plug-in-Hybrid. Der hat dann eine richtig fette Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 19,7 Kilowattstunden, kann geladen werden über den Typ 2 Stecker mit 11 kW oder sogar über den Schnellladestecker CCS mit bis zu 50 kW. Ja, und dank der großen Batterie soll eine elektrische Reichweite von um die 100 Kilometer möglich sein. Ja, und das wird so ein Setup sein, denke ich. Das ist vor allen Dingen für die Dienstwagenfahrer aufgrund der niedrigeren Besteuerung ein sehr, sehr interessantes Package und eine sehr, sehr coole, sparsame Kombination.
Zur Markteinführung bekommt ihr den Kodiak erst einmal nur in der Ausstattungslinie Selection. Das ist so eine mittlere Ausstattung, die aber schon wirklich viel Basis, ja Extras beinhaltet. Darüber ganz neu, das wird der Sportline werden. Der kostet allerdings mehr. Hier geht's jetzt los bei dem kleinsten Verbrennungsmotor als Otto, also Benziner, mit 41.990 Euro. Wir haben hier den 2 Liter TDI mit dem Frontantrieb. Ja, 150 PS und der bringt es dann schon auf einen Basispreis von 45.500 Euro. Aber dafür kriegt ihr wirklich ein echt brauchbares Auto. Ja, lackiert ist unser Testwagen in der Extrafarbe Brillant Silber Metallic. Die kostet 660 Euro Aufpreis. Aber das ist so everybody's darling. Ich würde ihn mir im Alltag nämlich ebenfalls in dieser Farbe holen. Wie eng Skoda und Volkswagen mittlerweile verknüpft sind, das sieht man an den Spiegeln, denn das sind 1:1 die Außenspiegel, die auch am neuen VW Tiguan Verwendung finden. Serienmäßig sind immer 17 Zoll Leichtmetallräder, mit Ausnahme des deutschen Marktes, denn da startet man mit einer 18 Zoll Felge. Wir haben jetzt nochmal ein optionales 19 Zoll Felgendesign an Bord. Ja, mit einem relativ kräftigen Reifen, 235, 50, 19, glanzgedreht, graue Inlays. Es gibt aber wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Felgen. Maximal sind hier sogar 20 Zoll möglich. Bei eurer Kodiak-Konfiguration sollte auf keinen Fall das 500 Euro teure Family-Paket fehlen. Ja, was bekommt ihr da? Ihr bekommt an allen Führtüren den Kantenschutz. Der ist wirklich cool, den kennen wir schon vom Vorgänger. Und natürlich bekommt ihr auch die total praktischen Sonnenschutzrollos für die hinteren Türen in den Türverkleidungen. Am auffälligsten definitiv das neue Modell in der Heckansicht. Ja, die Skoda-typischen C-Heckleuchten sind erhalten geblieben. Die leuchten allerdings bloß bis hierher. Dieser Streifen hier, der ist noch unbeleuchtet. Die Buchstaben in Graumatt sieht sehr, sehr edel aus. Ja, und natürlich darf er nicht fehlen. Die Anhängerkupplung, der Haken zum Ziehen eines Anhängers. Wer die Allrad-Version 4x4 oder darf maximal 2300 Kilo anhängen, die Frontantriebsversion dann entsprechend etwas weniger. 1050 Euro Aufpreis für das Komfort Plus System. Da ist unter anderem enthalten die elektrische Heckklappe und das schlüssellose Schließsystem sollte auf keinen Fall fehlen. Cooles Detail, es gibt hier Beleuchtungen in der Heckklappenverkleidung, was abends im Dunkeln echt gut ist, denn ihr habt endlich mal diesen Bereich hier beleuchtet. Ja, beleuchten wollen wir auch den Kofferraum. Das Kofferraumvolumen steigt um 75 Liter im Idealfall, wenn kein Soundsystem verbaut ist und der Boden so weit unten ist wie nur irgend möglich, bekommt ihr 910 Liter ins Fahrzeug. Etwas weniger dann in diesem Fall, wenn ihr die dritte Sitzreihe habt. Die gibt es nämlich ebenfalls noch, allerdings nicht beim Plug-in-Hybrid, denn da habt ihr hier den Tank hinten drunter, da fällt das einfach weg. Ja, das Kofferraumvolumen, wenn die dritte Sitzreihe aufgestellt ist, das reduziert sich dann ein kleines bisschen, ja, und zwar auf 340 Liter. Im Falle der dritten Sitzreihe wächst die Kopffreiheit um 1,5 cm. Allerdings ist es wirklich bloß zu empfehlen, wenn du ja so klein bist wie ich. Für größere Menschen ist diese dritte Sitzreihe wirklich echt eine Qual. Aber wenn du mit den Kids zum Fußball fahren musst oder irgendwie so, dann ist das schon richtig gut. Ja, genauso gut wie diese kleinen Details. Die Haken hier hinten im Kofferraum einfach gut. Wir haben rechts und links hier nochmal Beleuchtungen für den Kofferraum. Wir haben die Seiten mit Filz ausgeschlagen, fernentriegelbare, ja, Rückenlehnen und hier einen kleinen QR-Code für den Fall, dass du vergessen hast, was dein Kodiak alles kann, kannst du den scannen und dir dann das Skoda-Werbevideo zum Kofferraum anschauen. Wohlfühlatmosphäre im Innenraum. Hier hat sich richtig viel geändert. Ja, und der neue Kodiak lässt den alten in diesem Bereich wirklich alt aussehen. Total durchgestylt, die Türtafeln, die hier oben wirklich mit einem netten Material daherkommen. Wir haben eine Ambientebeleuchtung. Wir haben hier wirklich eine schöne Zina. Die erinnert mich so ein bisschen an die erste Generation des Audi TT. Der hatte dann als Roadster auch so grobe Nähte. Ja, so Kleinigkeiten finde ich, das ist irgendwie so teilweise, naja gut, da könnte man vielleicht noch mal ein kleines bisschen nachsteuern. Aber es sieht gut aus. Das Lenkrad kennen wir aus dem Octavia. Das haben wir hier als Zweispeichenversion. Es gibt aber im
Sportline auch ein Dreispeichenlenkrad mit der bekannten Bedienung, mit den Schaltwippen. Ja, und ganz neu, das ist hier der ja Multifunktionshebel auf der linken Seite für Blinker, für Wischer, eigentlich für alle Funktionen. Eine Etage tiefer ist er uns erhalten geblieben, der Extra-Stick für den Tempomat. Ja, und den Gangwählhebel, den hat man jetzt hier auf die rechte Seite verpflanzt und den kennen wir schon aus den Volkswagen ID-Modellen. Der zieht jetzt hier immer serienmäßig ein. Somit wird in der Mittelkonsole Platz für ein großes Fach, ja, und ein zweites. Wir haben Getränkehalter, wir haben eine Ablage und was ich besonders cool finde, wir haben zwei induktive Ladeschalen, die mit 15 Watt laden können jeweils und sogar gekühlt sind. Immer serienmäßig, der digitale Tacho, die analogen Tage sind vorbei. Und ich muss sagen, der lässt sich auch hier bei der Sonneneinstrahlung wirklich noch sehr, sehr gut ablesen. Hat man toll gemacht. 10 Zoll misst er insgesamt. Ja, und ganze 13 Zoll haben wir hier in der Mitte, das Zentraldisplay. Das ist die große Top-Version. Das Basismodell bekommt nur einen 10 Zoll Monitor. Ja, und damit differenziert er sich so ein kleines bisschen zum VW Tiguan. Denn da geht es bei 13 Zoll los, endet bei 15 Zoll. Hier enden wir jetzt bei 13 Zoll. Ja, mit diesem Freistehenden sieht das schon alles sehr, sehr luftig aus. Ich muss euch sagen, mir würde die 10 Zoll Version wahrscheinlich genügen. Wer die 13er ordert, bekommt dann automatisch das Navigationssystem mit. Ja, braucht man vielleicht nicht unbedingt, denn wir haben die Möglichkeit, unser Fahrzeug mit Apple CarPlay und Android Auto zu verbinden und können damit unser Handy quasi als Navigationssystem fürs Fahrzeug nutzen. Die Bedienbarkeit funktioniert wirklich einwandfrei. Es läuft schnell, es läuft sauber, es läuft wirklich ruckelfrei. Ihr seht das hier, ich kann hier wirklich hin und her swipen. Passt alles sehr, sehr gut. Auch die Bedienung, die Oberfläche ist sehr, sehr einfach gehalten. Wir haben hier eine statische Leiste, wir haben hier eine statische Leiste. Ihr habt hier oben so Schnellwahltasten, könnt ihr euch zum Beispiel eure Auto-Hold-Funktion hier drüber holen. Eure Fahrassistenzsysteme könnt ihr euch hier konfigurieren. Ihr könnt das Start-Stopp-System hier oben reinpacken. So habe ich es mir jetzt einfach eingerichtet. Ja, und damit alles wirklich schnell und griffbereit. Und natürlich dann eure normalen Fahrdaten, eure Fahrzeugübersicht. Das ist alles Skoda-typisch. Das ist alles, wie wir es kennen und eigentlich sehr, sehr schön alles animiert und gemacht. Damit die Bedienung nicht nur digital erfolgen muss, hat man hier eine Etage tiefer ganz klassisch drei Drehwählsteller eingebaut. Ja, die haben jeweils ein kleines Display und die sind nicht nur dazu da, die Lüftung zu ändern. Nein, ich kann auch mit einem Tastendruck hier die Funktion des Schalters ändern. Ich kann zum Beispiel hier jetzt meine Lautstärke vom Radio regeln. Insgesamt könnt ihr euch auf diesen mittleren vier Funktionen legen, aus sechs, die insgesamt angeboten werden. Und da habt ihr so die wichtigsten Funktionen einfach schnell griffbereit, rechts und links für die Temperatur und natürlich dann mit einem Tastendruck die Lüftung. Und wer es bestellt hat, kann auch die Sitzheizung und die Lüftung hier über diesen Schalter regeln. Allerdings finde ich, könnte die Qualität so gerade in diesem Bereich hier, ihr seht das, ein kleines bisschen hochwertiger sein. Da müsste man vielleicht noch mal so ein bisschen nachsteuern. Da bin ich gespannt, wie sich das Ding irgendwie so in einem halben Jahr verhält, wenn es erst einmal die Kinder da richtig dran rumgezerrt haben. Das wird spannend. Das Skoda-typische, ja, geheime Handschuhfach, das ist im Kodiaq nach wie vor erhalten und natürlich eine Etage tiefer, das ganz Klassische. Unser Testwagen verfügt über die optionale Lederausstattung hier im Design Suite Cognac. Ja, 1750 Euro kostet die Aufpreis, bringt dann elektrische Sitze mit Memory-Funktion mit. Ein tolles Design, muss man aber meiner Meinung nach nicht unbedingt haben, denn selbst die Basissitze, die sehen schon wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Ja, und wer möchte, kann das Ganze noch steigern. Der bekommt hier nämlich eine 10-Kammer-Druckmassage. Optional noch und natürlich dann die optionale Sitzlüftung. Das allerdings treibt die Preise dann schon ganz schön in die Höhe. Reichlich Platz bietet natürlich auch der Fondbereich. Hier könnt ihr die Sitze verschieben in der Länge, damit euer Kofferraumvolumen vergrößern. Ja, und es gibt hier noch ein ganz neues Skoda Simply Clever Feature, nämlich die herausnehmbare Mittelkonsole, ja, die ihr halt ein- oder ausbauen könnt, je nachdem, ob ihr sie braucht oder nicht. Wir haben Sitzheizung für die Fondpassagiere. Wir haben eine 3-Zonen-Klimaanlage. Wir haben USB-C-Anschlüsse. Wir haben nochmal einen Zigarettenanzünder. Also alles da, was du wirklich brauchst, um komfortabel reisen zu können, auch auf der Rückbank. Und
unterwegs im Kodiak, ja, Generation 2 TDI. Und wir fahren direkt auf die Autobahn. Ja, und meine erste Handlung auf der Autobahn, das ist, aktivier den Travel Assist. Und dann geht das hier los. Ich bin ja ein echter Fan von diesem Fahrsystem. Einfach anmachen und dann fahren lassen. Ja, wir haben hier die Weiterentwicklung, quasi die ganz neue Generation. Sprich, wir haben eine neue Multifunktionskamera. Wir haben zusätzliche Sensoren hinter der Stoßstange, rechts, links, hinten und vorne. Das sind nochmal Radare, die noch mehr, ja, Fahrzeuge im Winkel hinter euch, vor euch erfassen. Damit habt ihr eine deutlich bessere Abdeckung der ganzen Flächen um euer Fahrzeug rum. Und natürlich bringt dieses Radarsystem, diese zusätzlichen, mit dieser größeren Überschneidungsfläche auch den Vorteil mit, dass wir jetzt hier einen Kreuzungsassistenten haben. Sprich, unsere Radarsensoren ragen wirklich dann in die Kreuzung rein, messen, ob jemand kommt. Und wenn ihr dann irgendwie schlafen solltet, dann greift das System ein und bremst euch dann automatisch ab. Der Travel Assist, der hält mich in der Spur. Er bremst mich jetzt auch ab, wenn ich von der Autobahn fahre. Sprich, die Verkehrszeichenerkennung übernimmt die Geschwindigkeit. Ja, passt die entsprechend an. Und das ist wirklich schon Fahren, wirklich auf einem tollen Level. Und ich muss euch sagen, Leute, macht dieses Kreuz unbedingt bei dem großen Fahrassistenzsystem, dass ihr diesen Travel Assist an Bord habt. Nur der adaptive Abstandstempomat alleine, der ist auch schon gut, aber erst in Kombination mit dem Spurhalteassistenten macht das wirklich hier alles richtig Sinn. In Sachen Geräuschdämmung hat sich hier wirklich richtig viel getan. Auch auf der Autobahn bei Reisegeschwindigkeit 130 km/h hast du hier kaum Windgeräusche. Sei aber dazu gesagt, wir haben die optionale Akustikverglasung noch an Bord. Aber auch so die Dämmung des Motors. Du hörst den TDI wirklich so gut wie gar nicht. Erst wenn ich hier so ein bisschen das Gaspedal durchtrete und er an der Drehzahl ein bisschen hochgeht, dann brummt er so leise vor sich hin. Der ist aber wirklich sehr, sehr zurückhaltend und sehr, sehr dezent. Wer möchte, kann hier das neue DCC-Fahrwerk ordern. Das nennt sich DCC Plus. Ja, kommt mit einem Zwei-Ventil-Stoßdämpfer daher. Sprich, Zug- und Druckstufe sind getrennt voneinander regelbar. Ich bin es heute schon mal im Sportline gefahren. Es ist natürlich ein tolles Fahren. Wir kennen es auch schon aus dem Passat und aus dem Tiguan. Allerdings muss es nicht unbedingt sein. Wir sind hier im Standardfahrwerk unterwegs, ohne elektronische Verstellung, ohne irgendwelche Fahrprogramme. Stehendes Fahrzeug voraus erkannt. Okay, ja, selbst sowas kann er. Egal, zurück zum Fahrwerk, und ich muss euch sagen, er federt wirklich komfortabel ab. Er lässt sich auch so ein bisschen sportlich um die Kurven werfen. Das Einzige, was ich hier jetzt wirklich größtenteils höre, das ist der relativ raue Asphalt. Aber selbst so kurze Böden, Bodenwellen und Bodenstöße und Kanten, die bügelt er hier wirklich sehr, sehr komfortabel weg. Unser Frontantrieb TDI mit seinen 150 PS, ja, und seinen 360 Newtonmeter, der geht einigermaßen, ja, ich sag jetzt mal, zügig voran. Sportlich würde ich es jetzt nicht nennen. Da ist einfach das große Fahrzeuggewicht ihm doch so ein kleines bisschen im Weg. Aber wenn ich hier wirklich dann im S-Modus am besten richtig durchtrete, dann geht die Fuhre schon ab. Ansonsten sind wir eher komfortorientiert unterwegs. Das merkst du auch beim Doppelkupplungsgetriebe. Das ist hier wirklich so ausgelegt, dass er die Gänge echt früh hochschaltet, um einfach die Motordrehzahl runterzubekommen, um dann Kraftstoff zu sparen, ja, und natürlich dann weniger Emissionen auszustoßen. Ein Blick auf die Fahrdaten soll uns auch gewährt sein. Ja, wir waren gestern schon einen ganzen Tag unterwegs und ja, die Kollegen vor uns auch. Wir haben hier einen Durchschnittsverbrauch bei, haltet euch fest, 1500 Kilometer von 6,7 Liter. Das ist, denke ich, so ein Fahrwert, den kannst du bestimmt im Alltag, wenn du dich zusammenreißt, noch ein kleines bisschen unterbieten. Da musst du dann aber vielleicht noch ein kleines bisschen zarter fahren. Aber ich finde, für ein Auto mit einer Länge von 4 Meter und 76 ist das eigentlich schon ein echt guter Wert. Die Rundumsicht, die ist wirklich richtig gut. Ich habe große Seitenscheiben. Ich habe natürlich richtig schöne Spiegelflächen in diesen Spiegeln. Da erkenne ich, was hinter mir passiert. Wenn ich in den Rückspiegel schaue, der übrigens rahmenlos ist, sowas gibt es wirklich noch im Volkswagen-Konzern, sehe ich durch die Heckscheibe noch viel. Ich kann mich nach rechts und links wenden, sehe durch die Seitenscheiben. Also man hat wirklich einen sehr, sehr guten Rundumblick. Ja, und wem das nicht genügt, der hat natürlich dann immer noch die Rückfahrkamera und das optionale 360-Grad-Kamerasystem an Bord.
Ein Punkt, den man hier ansprechen muss, das sind die Sitze. Die sehen sehr gut aus. Sie bieten guten Seitenhalt. Aber ich muss euch sagen, wir sind sie eine kleine Spur echt zu hart. Sowohl die Sitzfläche als auch die Lehne, die Schaumstoffe, die hier verwendet werden, die sind echt bockenhart. Also ich sitze hier, ich sitze gut, aber ich sitze jetzt nicht irgendwie so ja, in diesem Lounge-ähnlichen Gestühl. Also das ist für meinen Geschmack einfach eine Nummer zu heftig. Ich denke, ich würde mir hier wahrscheinlich gerne dann die Massagesitze gönnen, um das einfach so ein kleines bisschen aufzulockern. Der zweite Punkt, das ist die Kopfstütze. Die kann ich natürlich in der Höhe verstellen. Ich kann sie aber nicht in der Neigung verstellen. Und sie ist sehr weit nach vorn gekippt. Das spricht also mein Kopf, der sitzt sicherlich in der idealen Position für einen NCAP-Crashtest. Alles gut, alles sicher. Aber ich würde mir wünschen, dass ich vielleicht den Kopf manchmal doch so zur Entspannung noch ein kleines bisschen weiter nach hinten machen kann. Gerade wenn du großer Fahrer bist, dann bist du hier oben ja fast schon an der Kante. Also das wäre jetzt für mich irgendwie so auf Dauer, glaube ich, ein kleines bisschen zu anstrengend. Wir haben eine leicht kurvige Straße, also ab in den Sportmodus. Da spricht das Fahrzeug vom Gaspedal her schon ein kleines bisschen besser an. Er hängt ein bisschen besser am Gas. Wenn man wirklich zügig unterwegs sein soll, sollte man das tun. Wir sind halt nicht so auf Komfort aus heute, sondern wollen einfach mal das Ding so ein bisschen um die Kurven werfen. Wir haben ja hier einen relativ breiten Reifen. Wir haben das normale Fahrwerk, nicht das adaptive DCC-Fahrwerk an Bord. Und ich muss euch sagen, er liegt wirklich satt auf der Straße, auch ohne das neue DCC Plus, das wir im Sportline ja schon gefahren sind heute tagsüber. Mir würde das hier völlig ausreichen. Er hat so eine ganz leichte Seitenneigung, wenn ich hier wirklich dann zügig um die Kurven fahre. Da merkst du einfach den hohen Fahrzeugschwerpunkt. Aber das ist so, so minimal. Also da kann man einfach nicht meckern. Auch der Fahrkomfort selbst, der ist wirklich gut. Er bügelt so Bodenwellen, so Stöße, bügelt er richtig sauber alles raus. Also da muss man nicht unbedingt den Mehrpreis für dieses DCC Plus mit seinen neuen Dämpfer Technologie ausgeben, auch wenn das sicherlich noch mal eine ganz andere Hausnummer ist. Wer aufs Geld achten will und achten muss, der ist eigentlich mit dem Standardfahrwerk hier sehr, sehr gut bedient. Also da kann man nicht viel falsch machen. Was ich mir hier noch wünschen würde, das wäre ein Fahrprofilschalter. Den gibt es hier leider wirklich nicht. Ich muss den Charakter meines Fahrzeuges halt wirklich über den Gangwählhebel ändern, um dann von D in den S-Modus zu wechseln. Wenn ich im D-Modus unterwegs bin, dann ändert sich der Charakter komplett. Ich bin hier wirklich dann sehr, sehr komfortabel unterwegs. Er schaltet früh hoch. Er verlangt von mir wirklich viel ja, Gaspedalstellung, um zu beschleunigen. Das ist alles sehr komfortorientiert ausgelegt. Ja, und warum das Ganze? Um einfach Kraftstoff zu sparen, um Emissionen zu sparen. Und das ist auch der Grund, warum es hier nur noch die Doppelkupplungsgetriebe gibt. Das ist einfach ein Emissionsgrund. Natürlich ist es auch einfacher für Volkswagen zu sagen oder für Skoda, wir bauen jetzt nur noch Automatikgetriebe. Aber auch die Punkte Umweltschutz, ja, und natürlich dann halt das Abgasverhalten, der CO2-Ausstoß, der ist halt bei einem Automatikgetriebe deutlich besser. Das schaltet halt wirklich dann immer im optimalen Zeitpunkt hoch und runter. Du fährst nicht sinnlos irgendwie so zu hohe Drehzahlen. Das ist ein Grund, warum viele Hersteller mittlerweile auf die Automatikgetriebe gehen. Ja, ihr hört es, auch im neuen Kodiaq gibt es die Geschwindigkeitswarnung, die jetzt seit 2024 gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn ich die deaktivieren will, dann muss ich hier immer ins System reingehen. Das nervt auf Dauer genauso wie das ständige Gepinge. Und selbst wenn ich sie dann deaktiviert habe, startet den Motor neu, dann habe ich sie trotzdem wieder automatisch aktiviert. Das ist wirklich auf Dauer echt anstrengend. Mit 866.000 verkauften Exemplaren zählt der Kodiaq zum Bestseller von Skoda. Ja, und auch die neue Generation wird daran anknüpfen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Mir jedenfalls hat es richtig Spaß gemacht. Und ich muss euch sagen, ich brauche nicht unbedingt diese XXL-Ausstattung der Testwagen. Unser Selection mit dem TTI, mit dem Frontantrieb, hat alles, was er haben muss. Ja, wir kommen auf einen Preis insgesamt von 53.150 Euro für unseren Tester, so wie hier steht. Das ist sicherlich viel Geld, aber im Anbetracht, dass du hier mal noch locker 10.000 Euro extra reinstecken kannst, ein sehr, sehr gutes Package, was echt
gut zusammengestellt. Es sind viele Ausstattungsfeatures drin, die man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber die wirklich Sinn machen, gerade wenn man ein Auto länger fahren will. Mich jedenfalls hat er überzeugt, auch mit dem guten alten TDI. Tolles Fahrzeug und ich bin sicher, er wird seinen Weg machen. Ich sage danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn du die Glocke drückst, den Kanal abonnierst und zur nächsten Ausgabe wieder dabei bist. Danke, ciao und tschüss, Kodiak.